Er hat zurückgezogen. Und sie haben eine neue Föderationsflotte, aber die ist noch nicht auf Sternentor-Konstruktion. Ja. Super. Genau das, was ich haben möchte. Teilweise besetzt. Pass auf, dann holen wir dir das mal. Und die Armeen, die jetzt schon bereit sind, können sich mal auf den Weg dahin machen. Hulks vivisected. Planetary invasion commenced. Invasion Force has seized a planet. Was brauchen wir, um Midgard zu erobern? 466. Das ist 46%. Das Ding ist, unsere Kriegsmüdigkeit geht auch schnell hoch. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Construction complete. Hulks vivisected. Was kostet das, einen Anspruch hier drauf zu legen? Die Frage ist halt, kriegen wir das System dann auch wirklich? Das System hier sollte ich mir vielleicht auch holen, weil es, weil man hier wirklich gut einen Materie-Dekompressor bauen könnte. Ansprüche. Construction complete. Und dann erobert ihr mal Midgard. Da müsste ich eigentlich alle Kolonien haben. Vollständig, vollständig. Planetary invasion commenced. Ja. Also die Wikinger haben dann eigentlich nichts mehr zu melden. Okay, die haben alle gerade gar nichts. Aber die brauchen zwei Sprünge, um darüber zu kommen. Das ist okay. Aber ihr solltet möglichst gleichzeitig springen. Habe ich eigentlich schon die... Ich hätte die auch mal irgendwann auf die neuen Antriebe upgraden können. Und auf die neue Panzerung. Wozu mache ich Neutronium-Panzerung, wenn ich sie nicht nutze? Ich sollte vielleicht gleich auch mal die Schiffe upgraden. Eine Werft habe ich ja in der hier. Ground Invasion Force has seized a planet. Vivisected.
So, ist diese Station wieder... Alles klar, dann... Dann verbessern mal und wir machen hier Störsender, Störfeldgenerator, Kommandozentrum. 79%. Hulks vivisected. So, alles vollständig besetzt. Besetzung bringt mir aber bis jetzt nur plus 30. Fordert umsetzte Systeme, das sind minus 10. Relative Flottenstärke muss ich auf jeden Fall was machen. Wenn ich sie irgendwie dazu kriege, mich hier anzugreifen, könnte das sogar noch sowas führen. Wie ist meine Kriegsdoktrin im Moment? Richtlinien. Kriegsdoktrin, Hit and Run. Tiefenverteidigung, schnelle Bereitstellung. Kein Rückzug ist mir ehrlich gesagt zu kostspielig. Okay, jetzt ziehen sie sich gerade zurück. ...68%, wir müssen uns beeilen. Weil das geht so schnell. Elysium können wir hier... Sizilia... Schicken wir einmal auf Rom rüber. Das ist auf Faunus. Wachmatrixbau, alles klar. Wir können... In 4 Jahren haben wir... Sollten wir diesen ganzen Bereich sehen können. Das wird uns noch sehr viel bringen. So, hier... Auf gar keinen Fall durchfliegen. Das Ding ist noch außerhalb unserer Liga. Technology secured. Nahrung von Jobs. Nahrungsverarbeitungszentren. Hulks vivisected. Okay, das war das mit den... Das war das mit den Drohnen, meine ich. Wo ich mich mal amüsiert habe, dass die eine zu schwache Flotte reingeschickt haben und dann haben sie die große direkt hinterher geschickt. Produktionsziel ist abgelaufen. Ja, Produktionsziel ist egal. Netzüberlastung. Forschungsgelder. Construction complete.
Dark zeigen psionisches Potenzial. Psionische Kräfte, was für ein Schwachsinn. Ja. Special Project complete. Okay. Dann sollten wir vielleicht vorher hier mal ein bisschen aufgeräumt haben. Naja, so weit, so gut. Technology secured. Kommt, Leute, wie schwer kann das sein? Gausskanonen. Ja, komm, bitte. Diplomatie, Wohlstand. Ihre Flottenstärke ist im Vergleich zu unserer überlegen. Na gut, die neuen Schiffe sollten vielleicht zusammen mit den Gauss-Kanonen bauen. Ist hier eine Schiffswerft? Nein, hier sind Ankerplätze. Ja, toll. Technology secured. Construction complete. Haben die Cybrex... Ach du Scheiße. Construction complete. Die haben Cybrex Alpha wiederhergestellt. Ja gut. Okay, dann kann ich das halt auch so erobern, ne? Armeetechnisch ist das alles machbar. Aber das muss unbedingt unser nächstes Ziel sein. Wir können den Asiaten nicht einfach eine Ringwelt überlassen, das geht nicht. Receiving communications. Fuck off. 84%. Man sieht, wie das wird. Viel zu viel. Aber wir kriegen es so einfach nicht hin. 85%. So, wir brauchen Konsumgüter. Aus Mineralien und Nahrung? Hä? Nein. Warum soll Nahrung in den Konsumgütern drin sein? Pass auf, nein, ihr bleibt in dem System drin. Und die kommen zu uns. Aha. Thank you.
Minus 108, naja. Aber jetzt habe ich die neuen Schiffe in Auftrag gegeben, bevor die Forschung fertig war. Rumpfstärke Korvetten. Kommt über Kenntnis über das enigmatische Tor. Technology secured. Bauvorlagen. So, wo wollen die hin? Die wollen abhauen. Technology secured. Aber dafür wollen die hierher. Die KI ist komisch. Minus 104, das schaffen wir nicht. Vorne und hinten nicht. Hä, wieso kann ich hier nicht hin? Hä, da ist... Ach, da ist ein Dings. Da ist eine Kolonie. Wann haben sie die denn gegründet? Und dann fliegt da so ein Umweg deswegen. Nur, weil die Ägypter im Krieg sind. Sonst hätte ich die Wikinger schon längst besiegt. Weil sie besiegt sind. Technology secured. ...215 Tage. Hier sind sogar direkt zwei Kolonien. 105, 576. Receiving communications. Die brauchen auch viel zu lange, um darüber zu kommen. Dafür wären jetzt Sprungantriebe sehr schön. Minus 102. Kommen die auch nochmal irgendwann? Ihre Flottenstärke ist im Vergleich zu unserer überlegen. Davon sehe ich nur nicht viel. Construction complete. Der Forschungsstation, warum? Minus 51, was ist denn hier los?
Ja, ist ja auch kein Wunder mit so vielen. Wenn wir hier gar keine Vollstrecker drauf sind, kann das auch nicht anders sein. Technology secured. Quantenraketen, Schwarmraketen. So, dann sind wir auch mit den Technologien durch. So, wir haben nicht genug Legierungen, um weitere Sachen zu bauen. Aber wir können schon mal den ganzen Bereich hier sehen. Okay, ja, die haben ein paar sehr heftige Flotten. Wow. Also echt wow. Ich glaube, die Asiaten könnten mit am schwierigsten werden. Bis hier drüben, ja. Da ist ein bisschen was los. Minus 99. Ein neues Wikingerreich wird aus als Verbündeter oder Untertan von Imperium Romanum aus dem besetzten Wikingersystem gemacht. Das könnte funktionieren. Wenn es darauf hinausläuft, erhebe ich einfach Ansprüche auf. Was kostet mich der Spaß? Das kostet mega viel. Aber das könnte ich theoretisch machen. Und da hier keine Kolonien drin wären, dann würden, glaube ich, die Systeme schlimmstenfalls alle neutral sein. Technology secured. Ich hätte ja auch mal bombardieren können. Diplomatische Zugeständnisse, ja. Technology secured. Sterntorkonstruktion, das ist definitiv Sprungantrieb. Ansonsten, ja, hol mal Flakkanonen. Wir brauchen da eine Sterntorbaustelle und wir brauchen hier auf jeden Fall eine Sterntorbaustelle. Wir brauchen auch hier auch auf jeden Fall eine Zitadelle, damit wir Titanen bauen können. Apropos Titan, genau, Titan haben wir jetzt auch. Weil Romulus-Klasse gefällt mir eigentlich. Technology secured. Und als Aura die Hyperraumfalle. Eine neue. Oh, jetzt haben die sich auch noch selber modifiziert. Ground Invasion Force has seized the planet. Und wir haben 100% Kriegsmüdigkeit. Receiving communications. Einmal das, einmal das, einmal das, einmal das und dann ist es schon wieder zu viel. Thank you.
Pass auf, wir sind darauf vorbereitet, das zu tun. Wir haben noch... Wir werden das eh nicht gerettet kriegen, also... Was schade ist, das heißt nämlich, wir haben irgend so eine komische Republik da, die wir gar nicht mal selber benennen können. Planetary invasion commenced. Technology secured. So, das Feensystem hat nur zwei Habitate. Sogar drei. Ground invasion force has seized the planet. Okay, bringt uns aber nirgendwo hin. Wir bauen noch ein Sternentor im bei Rom, damit wir unseren Handel auch richtig haben und damit wir hier in Zukunft unsere Schiffe bauen können. Aus 10 besetzten Wikinger-Systemen. Aber da müssen wir den Anspruch fallen lassen. Wir können Ansprüche während eines Krieges nicht entfernen, was? Receiving communications. Ja, es beißt mir schon wieder in den Arsch. Aber ich kann nichts machen. Ja, schaffen wir nicht anders. Okay, jetzt gehört das doch direkt mir, aber... Passt auf. Ich brauche mal eben die Sektorenübersicht. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Planeten und Sektoren. Rom, Limes, Rattenbury. Ich möchte gerne sehen, wo... ich hasse es, dass man die Sektoren nicht mehr selber erstellen kann. Ich hasse es wirklich. Das ist so ein Bullshit. Aurora, wo ist denn hier mal ein... eins, was wir selber kontrollieren? Midgard nicht. Aurora kontrollieren wir. Ich möchte gerne wissen, wo dieser Sektor endet. Ginge das? Sektor einstellen, Vasall erstellen. Untertan muss einen Namen haben. Ich meine, ist dann die Hauptstadt eben Aurora? Das ist nicht so schlimm. Ich möchte einfach nur wissen, wo das dann endet. Pass auf, ich speichere jetzt einmal. Auf die Gefahr hin, dass das hier völlig schief geht. Ich finde, das ist auch kein Safe-Scamming, wenn ich das... Weil ich finde, das zählt nicht dazu. Okay, also das gehört dann denen, das gehört dann denen, das gehört dann denen. Okay. Soweit, so gut. Aber das macht es einfach.
Weil dann kann ich in Zukunft einfach alle Systeme dem übergeben. Dann brauche ich auch nur normale Kriege. Pass auf, dann gebe ich nämlich Bitrius an ins Abkommen. Ich möchte ein System transferieren, und zwar Bitrius. Ja gut, die ganzen anderen Systeme muss ich eben jetzt neu übernehmen. Beziehungsweise den Vasallen neu übernehmen lassen. Verbrechensherrschaft, was ist denn auf dieser Station los, bitte? So, jetzt haben wir einen Mann und sein Auto. Keine Ahnung. Nicht Angriffsversprechen mit dunklem Volk. Ja, komm. Ich habe gerade ganz andere Probleme. Und dann versuchen wir mal wieder... So, du fliegst nämlich dann hier hin, damit du da auch irgendwann ein Gateway bauen kannst. Dann müssen wir es noch irgendwie hinschiffen. Irgendwie hinkriegen, dass dieser Vasall halbwegs brauchbar wird. Anspruch, Plünderung, Säuberung. Gut, das ist nicht das Problem. Schade an der ganzen Sache ist, dass dieser Staat jetzt halt auch unsere, genau, der hat auch jetzt genau unsere Staatselemente und genau unsere Ideologie. Das finde ich ein bisschen schade. Aber das gerade war einfach nur... Ugh. Wo haben wir Gase? Typische Gasraffinerien. Ihre Technologiestufe ist unterlegen. Plötzlich. Okay. Aber die nächsten Legierungen werden wir dazu brauchen, unsere Gateways auszubauen. Und mit den Asiaten möchte ich mich ehrlich gesagt nicht im Moment anlegen, weil die einfach extrem stark sind. Also, wow. Alter, was haben die an Flottenkapazität? Das ist einfach nur heftig. Also ich werde in erster Linie, also wenn es zu einem Krieg kommt, bin ich erstmal in der Defensive. Ich muss in meinem Gebiet kämpfen, weil sonst bin ich verloren. Wenn ich Glück habe... werden sie sowieso nicht gemeinsam kämpfen, sondern ihre Flotten einen nach dem anderen reinschicken. Aber selbst dann... Bedrohung, Xenophobie, Bombardierungsrichtlinie, gleiche Autorität. Und wie gesagt, das hier, jetzt haben wir hier natürlich totales Border Gore. Das müssen wir beim nächsten Mal klären. Ich verabschiede mich Ich verabschiede mich für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Siedlaris.